Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial, bei dem ich euch zeige, wie man solch einen Drucklufthorn an ein Fahrrad montiert. Als ersten Schritt muss man ein Drucklufthorn-Komplettset kaufen, in dem in der Regel ein Kompressor, ein Drucklufthorn, ein Schlauch und Befestigungsmaterial sowie ein Relais enthalten ist. Es werden zusätzlich jedoch noch einige Artikel wie Sicherung, Kabel, Taster, Schalter oder auch der Akku benötigt, den man kaufen muss. Diese ganzen zusätzlich benötigten Artikel sind auf der Webseite, die in der Infobox verlinkt ist, zu finden. Auf dieser Webseite ist auch die ganze Vorgehensweise noch ausführlicher dargestellt. Wenn alle benötigten Artikel für die Montage vorhanden sind, kann man mit der Montage beginnen. Zunächst mit der Montage und der Platzwahl des Kompressors. Es bietet sich an, den Kompressor am Unterrohr zu platzieren. Da habe ich einen üblichen Flaschenhalter genommen und den einfach in die zwei vorhandenen Löcher montiert, die in jedem Fahrrad vorhanden sind, und den Kompressor dann noch mit zusätzlich zwei Kabelbindern fixiert. Der Kompressor, der passt ziemlich genau in den Flaschenhalter rein. Als nächstes muss ein Platz für das Drucklufthorn gefunden werden. Da bietet sich das Oberrohr am besten an, weil dann zum einen die Rohröffnung in Fahrtrichtung zeigen und das Rohr somit sehr gut hörbar ist. Und wie auf den Fotos zu sehen, habe ich einfach das Drucklufthorn mit mehreren Kabelbindern am Oberrohr, also am Sitzrohr, befestigt und dann die Kabelbinder richtig fest angezogen, damit das Horn nicht mehr verrutschen kann. Zuletzt muss noch ein Platz für das Relais gefunden werden. Da bietet sich natürlich ein Platz relativ nah am Kompressor und am Akku an, dass man nicht lange Kabel verlegen muss. Und da habe ich einfach das Relais an den Gewinde für den Flaschenhalter am Sitzrohr fixiert und das Relais einfach mit einer Schraube festgeschraubt. Den Akku, den habe ich einfach auf den Gepäckträger geklemmt und mit einem Seil gegen Verrutschen während der Fahrt gesichert. Und das bietet den Vorteil, dass man den Akku auch relativ schnell wieder wegnehmen kann, um ihn dann zu laden. Den Schalter und den Taster, den habe ich am Lenker in der Nähe des Griffs montiert, dass sie während der Fahrt gut zu erreichen sind. Dafür habe ich einfach ein dickeres Metallblech genommen, zwei Löcher reingebohrt und somit eine Art Halterung oder Fassung für den Schalter und für den Taster gebaut. Und dieses Metallblech habe ich dann einfach mit zwei Kabelbindern am Lenker fixiert. Wenn dann alle Bestandteile am Fahrrad montiert sind, kann mit der Verkabelung begonnen werden. Dazu braucht man einmal solche Kabelschuhe, sechsmal Spaten weiblich gelb, den linken, und zweimal Spaten weiblich rot. Diese Kabelschuhe sind auch auf der Webseite verlinkt. Zusätzlich benötigt man noch eine Crimpzange, um diese Kabelschuhe auf die Kabelenden anzubringen. Hier sieht man nur den Schaltplan. Dabei ist zu sagen, dass alle blauen Kabel vom Laststromkreis mit einem Kabelquerschnitt von mindestens 4 mm Quadrat durchgeführt werden müssen und alle roten Kabel vom Steuerstromkreis mit mindestens 0,75 mm Quadrat. Die gelben Kabelschuhe werden für die blauen dickeren Leitungen verwendet und die roten Kabelschuhe werden für die dünneren roten Leitungen verwendet. Als erstes wird der blaue Laststromkreis verkabelt. Einmal noch zu Beginn, man sieht manche Punkte, zum Beispiel am Plus- und am Minuspol, da werden mehrere Kabel zusammengeführt, dann ist ein grauer Balken und dann danach kommt ein Kabel raus. Diese Kabel wurden dann entweder verlötet oder anderweitig miteinander verbunden und daraufhin wird dann nur ein Kabel mit einem Kabelschuh verbunden und dann an den Plus- oder Minuspol angeschlossen. Als erstes verbindet man dann den Pluspol der Batterie mit einem Sicherungshalter und den Sicherungshalter wiederum mit Kontakt Nummer 30 am Relais. Diese zwei Verbindungen zum Sicherungshalter wurden verlötet und dann mit einem Schrumpfschlauch überzogen. Vom Kontakt Nummer 87 des Relais geht dann eine Leitung zum unteren Pluspol des Kompressors und daraufhin dann vom unteren Minuspol des Kompressors eine Leitung zum Minuspol des Akkus. Und somit ist dann auch der blaue Laststromkreis vollständig aufgebaut. Nun kommen wir zur Verkabelung des roten Steuerstromkreises. Da verbindet man als erstes den Pluspol des Akkus mit dem Taster und den Taster dann wiederum mit dem Kontakt Nummer 85 des Relais. Daraufhin geht man dann vom Relaiskontakt Nummer 86 zum Minuspol des Akkus. Als nächstes wird der Schalter angeschlossen. Diesen Schalter braucht man, um zwischen Zweiklang auf Wechselton umzuschalten. Wenn man das nicht möchte, kann man den Stromkreis mit dem Schalter auch komplett weglassen. Um den Schalter anzuschließen, legt man eine Leitung vom Kontakt 87 des Relais zum Schalter und dann wiederum vom Schalter zum oberen Pluspol des Kompressors. Daraufhin wird eine Leitung vom oberen Minuspol des Kompressors zum Minuspol der Batterie gelegt. Somit ist nun auch der rote Steuerstromkreis vollständig aufgebaut und das Horn kann in Betrieb genommen werden.
Zur Inbetriebnahme kann eine Sicherung in den Sicherungshalter eingesetzt werden und dann sollte alles einwandfrei funktionieren und man kann den Hupentaster das erste Mal betätigen.